Bezüglich des Todes von Walter Scheel möchte ich sagen, dass wir natürlich sehr traurig sind über den Tod, dass ich eben davon erfahren habe. Er war ein überaus populärer Bundespräsident, der viele Menschen beeindruckt hat, der Deutschland auch geprägt hat durch seine Bundespräsidentschaft. Er war ein erfolgreicher Außenminister über eine lange Zeit und wir bedauern natürlich, dass Walter Scheel nicht mehr bei uns ist und ich werde in Kürze dann auch Kontakt mit dem Bundespräsidenten aufnehmen und alles Weitere mit ihm besprechen. Was die Flüchtlingspolitik anbelangt, so ist die Situation folgendermaßen. Wir haben eigentlich alle Schritte in Europa sehr gemeinsam miteinander diskutiert. Das bedeutet Schutz der Außengrenzen. Hier hat Estland genauso wie Deutschland daran mitgearbeitet, in sehr kurzer Zeit Frontex völlig neu aufzustellen und eine wirkliche europäische Küstenwache aufzubauen. Estland hat, was wir sehr begrüßt haben, auch immer wieder Ländern beim Grenzschutz geholfen. Wir sind gemeinsam der Meinung, dass wir die Fluchtursachen bekämpfen müssen, dass wir die illegale Schlepperkriminalität beseitigen müssen und haben uns deshalb auch gemeinsam für das EU-Türkei-Abkommen eingesetzt. Und wir sind der Überzeugung, dass wir auf unterschiedliche Weise unserer humanitären Verantwortung auch gerecht werden müssen. Das bedeutet mehr Entwicklungshilfe, das bedeutet mehr Arbeit auch vor Ort. Wir haben hier gerade auch darüber gesprochen, dass wir Entwicklungs- und Migrationspartnerschaften über das EU-Türkei-Abkommen hinaus mit anderen Ländern entwickeln werden. Und auch hier arbeiten wir vollkommen gemeinsam. Wenn es dann um die Frage geht, Flüchtlinge aufzunehmen, bin ich auch sehr dankbar, dass trotz auch sehr kontroverser Diskussionen durchaus hier in Estland zu seiner Verantwortung im Rahmen der Beschlüsse der Europäischen Union steht. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen wir darauf eben Wert legen müssen, vor Ort Flüchtlingen eine Chance zu geben, ein gutes Auskommen zu haben in der Zeit, in der sie aus ihrer Heimat flüchten müssen und die Illegalität zu bekämpfen. Und das ist jetzt die Aufgabe, an der wir weiterarbeiten. Ja, lubage ka minul edastada Eesti inimeste kaastunne Saksamaa inimestele ja loomulikult ka Walter Scheeli lähedastele. Et loomulikult on see väga, väga kurb uudis meie kõigi jaoks. Nüüd tulles pagulasse poliitika ja rändekriisi lahendamise juurde, siis Euroopa saab keerulistes olukordades hakkama siis, kui me kõik panustame, kui me teeme koostööd ja kui me toetame üksteist. See on olnud nii siis, kui mõnedel Euroopa Liidu riikidel oli väga vaja abi majanduslikult ja täpselt samamoodi on see ka nüüd, kui on olnud väga aktuaalne rändekriis. Ma usun, et lisades tõustes kõige sellega, mida liidukantsler just ütles, siis ma rõhutaks veel kord üle, et kõige tõhusamaks rändekriisiga tegelemisel on osutunud just see, et toetada lähteriikide naaberriike, neid riike, kuhu põgenikud kõigepealt sõja ja terrori eest liiguvad, aidata neid majanduslikult, aidata neid nii nõu kui jõuga ja seda me oleme seni teinud Euroopa Liiduna, me oleme seda teinud mitmed riigid kahepoolselt, me peame seda jätkama ja kui vähegi võimalik, siis veelgi tugevdama. See on olnud üks poliitika, kus tegelikult on ka olnud juba positiivsed näiteid. Ma ei taha siin olla liiga optimistlik, sest see kriis on kõike muud kui lahendatud, aga sellegi poolest tegelikult naaberriikide kokkuleppimine on näidanud, et see võib ka toimida. Aitäh ja nüüd on meil aega ainult üheks küsimuseks veel. Palun, Rahvusringhääling. Rahul Lauri, Aktuaalne kaamera. Saksa välisminister on kritiseerinud näiteks NATO õppusi siin Ida-Euroopas. Kui Saksa konservatiividel järgmisel aastal valimistel ei lähe hästi, proua Merkel, mis te arvate, kuivõrd võiks Saksamaa poliitika Venema suunal muutuda, eriti mis puudutab julgeolekut siin Balti piirkonnas? Danke schön.
Also ich will darauf hinweisen, dass die Bundesregierung, die ja im Rahmen einer großen Koalition zusammenarbeitet, alle Beschlüsse, die wir in Warschau gefällt haben, einvernehmlich gefällt hat und dass deshalb das Ergebnis von Warschau auch von uns beiden sehr positiv beurteilt wird. So war es auch bei den vorigen NATO-Gipfeln und deshalb ist das das, was zählt. Ja, mina saan ainult öelda seda, et Eesti ja Angela Merkeli juhitud Saksamaa vaated julgeolekule on olnud ja küllap on ka tulevikus väga sarnased. Saksamaa on meie jaoks ülioluline liitlane. Ja küsimuse esimesest poolest ma selles mõttes ei saanud aru, et mina küll usun, et Angela Merkelil ja konservatiividel läheb Saksamaa valimist hästi. Nii, aga suur tänu kõigile ja oleme lõpetanud pressikonverentsi. Aitäh teile!